Aus reiner Philosophie oder Poesie ohne Philologie kann man wohl nicht lesen. Friedrich Schlegel formulierte diese Aussage über die Bedeutung der Literaturwissenschaft am Ende des 18. Jahrhunderts. Schlegel, ein intellektueller Kosmopolit, schuf die Voraussetzungen für eine innovative Philologie. An diese Voraussetzungen knüpft die nach ihm benannte Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien der Freien Universität Berlin an. Im November 2008 startete die einzige literaturwissenschaftliche Graduiertenschule mit Exzellenzstatus. Hanna Hofmann und Claudia Brockmann gehören zu den 12 Doktorandinnen und Doktoranden, die hier promovieren. Ab Oktober 2009 werden es doppelt so viele sein. Die Themen, mit denen sich die Doktoranden hier beschäftigen, sind äußerst vielfältig. Sie verbindet ein Interesse an literaturtheoretischen Fragestellungen und eine vergleichende Perspektive auf die Literatur. So werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Texten aus verschiedenen Nationalliteraturen untersucht. Claudia Brockmann kam aus Paderborn nach Berlin, um an ihrer Dissertation über die kastilische Canzoniero-Literatur zu arbeiten. Die Friedrich Schlegel Graduiertenschule hat mich fasziniert, weil sie ein sehr international und interdisziplinär ausgerichtetes Promotionsprogramm bietet. Außerdem ist natürlich der Austausch mit anderen jungen Wissenschaftlern, speziell hier an der Freien Universität Berlin, sehr interessant für mich. In meinem Promotionsprojekt geht es um die Lyrik auf der Iberischen Halbinsel vom 14. bis zum 16. Jahrhundert und schwerpunktmäßig dabei um die Ursprünge und die Entwicklung bestimmter Motive in dieser Zeit. Hanna Hofmann promoviert über die Faszination Polarfahrt. Was aber haben Expeditionen in die Arktis und Antarktis mit Literaturwissenschaft zu tun? Eine Faszination für Polarfahrt findet man schon in Texten der Antike oder auch des Mittelalters. Polarfahrt war also schon ein Thema der Literatur, bevor es überhaupt Polexpeditionen gab. Ich gehe in meiner Promotion unter anderem der Frage nach, wie die fiktionalen Polartexte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf die tatsächliche Eroberung der Polargebiete und die zunehmende Erforschung reagieren. Peter André Alt ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin. Der 49-Jährige hat maßgeblichen Anteil an der Gründung und der thematischen Ausrichtung der Graduiertenschule. An der Friedrich Schlegel Graduiertenschule fördern wir solche Dissertationsvorhaben, die eine vergleichende Perspektive pflegen, die ausgehen von einer ganz bestimmten nationalen Literatur und diese in ein Beziehungsverhältnis rücken zu anderen europäischen oder außereuropäischen Literaturen und Sprachen. Das Vergleichen hat aber auch noch eine andere Ebene. Es kann auch um solche Projekte gehen, die Literaturen, Texte mit anderen Medien vergleichen, wie Film oder Malerei beispielsweise. Literaturtheoretische Seminare und Kolloquien gehören zu den Schwerpunkten des Programms der Graduiertenschule. Hier diskutieren die jungen Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse mit Professoren aus verschiedenen Fachrichtungen und internationalen Gastwissenschaftlern. Interdisziplinarität und Internationalität sind von zentraler Bedeutung für das Konzept der Graduiertenschule. Davon profitieren die Doktorandinnen und Doktoranden und es ist ganz im Sinne von Friedrich Schlegel, denn sein Name steht für eine international ausgerichtete Literaturwissenschaft.